Die Stadt Cartagena ist wie Kolumbien voll von Gegensätzen. Während die Elite des Landes vom Wirtschaftswachstum profitiert und in den teuren Hotels und Restaurants im Stadtzentrum ihre Ferien verbringt, kommt der Aufschwung in den armen Vierteln und in den ländlichen Regionen nicht an. Kolumbien gilt heute als eines der Länder Lateinamerikas, in denen die Schere zwischen Arm und Reich am weitesten auseinanderklafft. Die soziale Ungleichheit, der andauernde bewaffnete Konflikt und das Kokaingeschäft ziehen in vielen Teilen des Landes ausufernde Gewalt nach sich. Eine Gewalt, gegen die Padre Rafael Castillo in Cartagena seit Jahrzehnten ankämpft, in der Hoffnung, einen dauerhaften Frieden im Land zu schaffen. Auch Adveniat unterstützt die Friedensarbeit der Kirche in Kolumbien und ganz Lateinamerika in vielen kleinen Initiativen vor Ort. Auch in der Pfarrei von Padre Rafael. Für ihn ist klar, wo der Platz der Kirche in diesem Prozess sein muss. Die Kirche muss auf der Seite der Opfer stehen, auf der Seite jener, die am wenigsten haben und am meisten leiden. Das ist ihre Mission, das ist ihre Aufgabe. Der Platz der Kirche ist dort, wo das Leben entwürdigt wurde und wo die Starken die Schwachen ausnutzen. In Kolumbien gibt es davon nicht wenige. Seit 1985 gibt es mehr als 7 Millionen offiziell registrierte Opfer des Bürgerkrieges. Mehr als 6 Millionen von ihnen wurden gewaltsam von ihrem Land vertrieben. Oft landen die Vertriebenen ohne Perspektive in den armen Vierteln der Städte. Mit vielen dieser Flüchtlingsgemeinden rund um Cartagena arbeitet Padre Rafael eng zusammen, kämpft mit ihnen gemeinsam für ihre Rechte. Heute trifft er sich mit einer Gruppe Vertriebener, um sie bei ihren Forderungen an den Staat zu unterstützen. Die Menschen waren früher Bauern. Heute hausen sie unter unwürdigen Bedingungen in kleinen Hütten, ohne Chance auf Arbeit, um ihre Familien zu ernähren. Sie wollen zurück auf ihre Grundstücke, von denen sie vor 15 Jahren gewaltsam von Paramilitärs vertrieben wurden. Doch der kolumbianische Staat verweigert ihnen bis heute die nötigen Garantien. Ihr Schmerz sitzt auch nach all den Jahren noch tief. Viele weinen, als sie Pfarrer Rafael von ihrer Situation erzählen. Sie sind traumatisiert von den Gräueltaten der Paramilitärs und der Angst um das Leben ihrer Familien. Es war traumatisierend, doch heute wissen wir, dass wir etwas von Wert haben, weil wir am Leben sind. Und viele erzählen hier heute ihre Geschichte, weil sie sich mitten in diesem Krieg wiederfanden. Ich danke Gott dafür, dass mein Vater noch am Leben ist, obwohl er mitten ins Kreuzfeuer geriet, aber er ist hier und auch wir sind noch am Leben. Umso schmerzhafter ist es für sie, immer noch darauf zu warten, dass der Staat sein Versprechen auf Rückgabe des Landes einlöst. Genau das ist es. Manchmal finden wir uns zwischen dieser Vereinbarung, der nächsten und übernächsten, sodass wir nicht mehr wissen, welche Vereinbarung zählt. Sodass wir nicht mehr wissen, wie wir uns zur Wehr setzen können, wie wir genesen können in unserem täglichen Leben. Die Vertreibung hat uns sehr viel Schaden zugefügt. Und sie tut es immer noch. Padre Rafael steht den Vertriebenen beratend zur Seite, bereitet sie auf Gespräche mit Behörden vor und gibt ihnen die Kraft, für ihre Rechte zu kämpfen. Am Ende der Zusammenkunft gibt es konkrete Pläne für ein Treffen mit der Regierung in Bogotá. Sogar das Reisedatum steht fest. Mit einem gemeinsamen Gebet verabschieden sie sich voneinander. Die meisten Flüchtlinge kennt Padre Rafael bereits seit ihrer Ankunft in Cartagena. Vor 15 Jahren kaufte er von seinem eigenen Geld ein Stück Land, auf dem einige Familien einfache Häuser bauen konnten. Dort leben sie bis heute und warten darauf, auf ihr eigenes Land zurückkehren zu können. Das kleine Viertel, in dem etwa 100 Familien leben, haben die Bewohner nach Padre Rafael benannt. Er ist für viele hier wie eine Vaterfigur. Die Menschen lächeln, wenn sein Name fällt. Le damos gracias al Padre Rafael del Castillo, que yo
Für dieses Viertel hier sind wir Padre Raphael sehr dankbar. Ich werde ihm das nie vergessen. Egal wer kommt, ich werde hier auf meinem Stuhl sitzen und vom Padre Raphael reden. Meine Kinder werden vom Padre sprechen. In jedem Gespräch betone ich, dass er derjenige war, der mir diese Kraft gab, meine Gemeinde anzuführen. Der Respekt für Padre Raphael ist groß, denn in diesem Klima der Gewalt setzt er auch sein eigenes Leben aufs Spiel. Wie im Jahr 2000, als er in einer persönlichen Diskussion Carlos Castaño, einem der wichtigsten Anführer der Paramilitärs, entgegentrat. Doch für ihn gibt es keinen anderen Weg. Ich hatte Angst. Angst ist sehr menschlich. Aber die Angst hat noch nie zu irgendetwas geführt. Welches Problem hat die Angst gelöst? Sag es mir und ich ändere meine Meinung. Ich glaube, dass die Courage nicht von Popeyes Spinat kommt, sondern von der Würde und der Größe für unsere Ideale zu arbeiten und für die Ideale der Gemeinden. Für diese Ideale ist er ununterbrochen unterwegs, fährt von Termin zu Termin, telefoniert den ganzen Tag. Als Aushilfsvikar hält er in Cartagena Gottesdienste, wenn ein Pfarrer krank geworden ist. Und dennoch findet er Zeit für die Arbeit in den Gemeinden und Zeit, um verschiedene Projekte zu betreuen. Dabei geht es ihm neben der Sorge um die Flüchtlinge auch darum, die Ursachen des Bürgerkrieges und der Gewalt zu bekämpfen, Armut und Ungerechtigkeit. Hier in Cartagena gibt es mehr Tote durch Kriminalität als durch die bewaffneten Auseinandersetzungen in den Bergen, in den Kriegsgebieten. Und am meisten leiden darunter die Jugendlichen, die inmitten von kriminellen Banden aufwachsen. In Afriquita, einem armen Viertel von Cartagena, sind vor allem junge Mädchen betroffen. Sie werden Opfer von sexuellem Missbrauch, prostituieren sich minderjährig für Touristen, werden in ihren eigenen Familien geschlagen. Padre Raphael besucht das Projekt Talita Kum, das von Adveniat unterstützt wird. Hier werden 36 misshandelte und missbrauchte Mädchen betreut. Sie sollen wieder Kraft und Selbstvertrauen schöpfen und lernen, dem eigenen Körper mit Respekt zu begegnen. Sie lernen, sich zu wehren und bei Gefahr Hilfe zu suchen. Vor allem aber ist hier ein Ort, wo sich die Mädchen angenommen fühlen und sie ihre Sorgen erzählen können. Marie-Luz ist eines der Mädchen. Sie wurde sexuell missbraucht und ist jetzt seit einem Jahr bei Talita Kum. Hier fühlt sie sich beschützt und sicherer als zu Hause, wo sie mit 10 Verwandten unter einem Dach wohnt. Ihre Mutter ist oft tagelang nicht zu Hause und ihr Wohnviertel ein sozialer Brennpunkt. Das Viertel, in dem ich lebe, ist sehr gefährlich. Es gibt Drogen, sexuellen Missbrauch in den Familien. Sie verkaufen Drogen auf der Straße und rauben Leute aus. Das Programm macht mich glücklich. Hier bin ich wieder nach vorne gekommen und man hat mir viel geholfen. So viel, dass sie jetzt Selbstvertrauen und große Träume hat. Ich will einmal Arzt werden, sagt sie und strahlt. Neben der Prävention von Gewalt und sexuellen Übergriffen ist das die große Aufgabe, der sich Padre Raphael und die Ordensfrau Nubia Blanca bei Talita Kum stellen. Den Mädchen neues Selbstvertrauen zu geben, an eine andere Zukunft zu glauben und ihnen eine Möglichkeit aufzeigen, wie sie dem Kreislauf der Gewalt entkommen können. Für Padre Raphael zählt die Hoffnung. Ich bin auf einem Pfad der Hoffnung. Niemand hat mir gesagt, dass es einfach ist. Ich weiß, dass das hier kompliziert und hart ist. Aber ich bin hier und glaube, dass die Dinge niemals gleich bleiben. Alles wird besser werden. Ich sähe, auch wenn ich nicht das Privileg der Ernte habe. Es ist meine Pflicht zu säen, weil ich glaube, dass wir alle ein menschlicheres und anständigeres Leben verdienen.
Ich glaube, dass die Mädchen von Afrikita vorwärts kommen werden, weil wir etwas in ihren Verstand und ihren Herzen sehen, das eine gute und ergiebige Frucht hervorbringen kann. In ihnen und in ihren Familien. Mit dieser Hoffnung steckt er alle an, mit denen er arbeitet, und gibt ihnen die Perspektive einer besseren Zukunft. Den Mädchen in Afrikita, die sich selbst wertschätzen und lachen lernen, und den Flüchtlingsgemeinden, die wieder an die Rückkehr auf ihr Land, an eine Zukunft glauben. Adveniat für die Menschen in Lateinamerika.